Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Online. Wir spielen wieder eine entspannte Runde Red Dead Redemption 2 im Online-Modus und wir befinden uns hier an der Hütte von Joe. Hier sind wir am Ende der letzten Folge hergeritten, denn wir wollen den dritten Teil des Cornwall-Vertrags angehen, sprich eine weitere Blutgeldmission, denn ja, wir haben zwar genug Kapitale, aber ich würde den Vertrag gerne zu Ende führen. Okay. Bietet uns hier gleich kapitale Missionen an. In Ordnung, reden wir also wieder mal mit Joe. You've been doing good for me. Almost too good. New work. Maybe get some of your capitale. So, also wir werden den dritten Teil des Cornwall-Vertrags angehen. Schauen wir uns einfach noch mal die Missionsinfos kurz an. Da heißt es, Levictus Cornwall hat sich in das gewinnbringende Kapitale-Geschäft eingemischt. Hilf Martelli beim Gegenschlag gegen den Ölmagnaten. Also, wir werden einfach die Mission jetzt starten. Smell that? Fear. Not yours. Cornwall's. You hit him so hard he's running. Getting all that bedeviled capitale out of the country. But, it's like Joe always said, you want them afraid, because that's when they mess up. The Italian says Cornwall's moving out through the freight yard in Saint-Denis. Now you want to make it look like a regular job. Steal a boat or something you can sell. Capitale there somewhere. Keep your nose to the ground. Okay, wir sind zurück in Saint-Denis und wir sollen uns jetzt zu Cornwalls Frachtdocks begeben. Wir sind jetzt hier, wenn wir kurz auf die Karte schauen, ganz im Westen von Saint-Denis. Wir sind also wieder in Le Mans zurück. Und wir sollen jetzt runter zu den Docks. Okay, na dann machen wir das. So, jetzt hier mal bei Nacht wieder mal. Okay, gut, dann schauen wir mal, was das wird. Also definitiv der letzte Teil. Wir sollen wohl Cornwall direkt angehen. Mal sehen, ob das ähnlich ist wie beim Eisenbahnvertrag und wir tatsächlich auf ihn treffen. Na, mal sehen. So, also wir werden erst einmal hinreiten und wir werden uns natürlich für die ganze Gelegenheit hier auch erst einmal wieder die Karte einstellen. So. Reiten wir erstmal durchs nächtliche Saint-Denis. Ganz andere Ecke als die, in denen wir bisher unterwegs waren. Und wir sind hier wohl auch schon an den Docks. Oh, müssen wir mal unseren Weg hier finden. Hier gibt es so ziemlich viele Eisenbahngleise, haufenweise Lagerhäuser. Und wir sind wohl schon auch in der Nähe. Okay, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Karte, nur weil wir hier auch wirklich richtig sind. Beziehungsweise wollen wir mal schauen, wie weit wir entfernt sind. Okay, ist ein Stück die, ja, hier quasi die Straße, kann man eigentlich fast gar nicht sagen, den Weg runter. Nehmen wir mal so, hier entlang der Gleise. Und wir sollen wo hinten an die Docks ran. Und diesmal haben wir sogar 28 Minuten Zeit, das ist ja interessant, okay. Durchsuche das Gebiet nach dem Boot, mit der Fracht heißt es jetzt. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen mal hier ab, lassen mal Beauty hier stehen. Wir kontrollieren ganz kurz unsere Waffen, nicht, dass wir irgendwas Falsches dabei haben. Bleiben ja auf den Pferden zurück, also... Von daher würde ich sagen, wir machen uns mal zu Fuß auf den Weg. Ich glaube, das ist sinnvoller erst einmal. So, wenn jetzt Beauty auch wegschicken können. Und hier sind auf jeden Fall Gegner, okay? Wir müssen also, denke ich, mal ein bisschen vorsichtig sein. Gut, ich würde sagen, bei der Gelegenheit, wir ziehen uns wieder unser Halstuch auf. So, dann kann man weitermachen. So, hört uns erstmal von denen fern. Wir müssen hier nicht gleich alle aufschrecken. Oh, das wäre auch eine Gelegenheit, auf jeden Fall die leise und still auszuschalten. Bin gespannt, wo wir das Boot finden werden. Kenne die Mission auch nicht, also von daher wird es auf jeden Fall interessant, das zu suchen. So, da drüben steht auf jeden Fall eine Kutsche, eine angespannte. Und wir sind hier offensichtlich bei Cornwall, wenn ich das Zeichen richtig deute. Okay, ist ein Exporthaus von Saint-Denis. Sehr schön. So, ich glaube, wir werden mal hier versuchen, hier links durchzukommen. Mal sehen. Ich denke, hier kommen wir runter zu den Docks. Auch leicht beleuchtet. Wir ducken uns mal. Sind wir mal vorsichtig. Schauen wir uns erstmal um. Da unten steht einer. Ich glaube, der gehört dazu. Ich glaube, das ist ein Pfeil für das Messer. Ich glaube, wir gehen mal runter. Oh, da steht auch noch einer auf der rechten Seite. Der war nicht zu sehen. Mal sehen, ob wir einen anderen Ansatzpunkt finden. In Ordnung. Auch sehr schön hier mit dem Eisenbahnsignal. Hat hier das nichts leuchtet? Ist das jetzt der Mond, der da durchscheint? Ne, ist tatsächlich das Signal. Okay, hier kommen wir nicht lang. In Ordnung. Das ist natürlich ungünstig, wie der da steht. Das heißt, wir werden definitiv hier wahrscheinlich Aufsehen erregen, wenn wir jetzt hier einfallen. Okay, gut. Ich glaube, es ist keine Sache fürs Messer. Außer wir finden noch eine Möglichkeit, diese Tür aufzukriegen und durchs Haus zu kommen. Aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Okay.
Gut, wir können mal schauen, ob die Tür da aufgeht. Oder die hier. Na, schauen wir mal da rein. Ob das irgendwie möglich ist. Nein, die ist zu. Das heißt, der Kerl ist uns da im Weg, auf jeden Fall. Oh, noch hat er uns nicht bemerkt. Gut, mal sehen, ob wir das so erledigen können, dass wir ihm jetzt einfach mal direkt im Nahkampf angehen. Okay, der ist erledigt, aber wir haben natürlich gleich mal Aufmerksamkeit erregt. Das war ja klar. Naja, das hätte nicht leise, still und heimlich abgehen können. So, der ist nochmal erledigt und wir ducken uns mal. Gut, naja, auf die Art und Weise können wir auf jeden Fall mehr looten. So viel steht fest. So, wir schauen uns mal um, ob wir irgendwen entdecken können. Ja, scheint erstmal ruhig zu sein. Okay, da kommen welche. In Ordnung, wir halten uns mal hier in Deckung. Und der nächste. Oh, das war mein Schuss. Oh, der ist erledigt. Und, ne, ist er nicht. Ich will noch mal aufstehen. Er hat noch nicht genug. In Ordnung. Gut. Okay. Ich hoffe, das wird ein bisschen interessant hier. Verspricht das auf jeden Fall, da wir so viel Zeit haben. Dann kommen die nächsten. Ja, die Bienen sind auch erledigt. Wo, von rechts kommt zum Glück nichts. Das ist der Vorteil, wenn man am Wasser kämpft. Von da wird wohl kaum einer kommen, außer mit dem Boot. Naja, mal sehen. So, wir sind mal weiter vorsichtig. Und wir sind entspannt und wir machen das hier ganz in Ruhe. Das heißt, wir schauen uns hier in Ruhe um. Mal sehen, ob wir noch ein bisschen Kapitale finden. Oh ne, wir finden erstmal nur ein paar Cent. Da haben wir noch einen, der was von uns möchte. Oh, der ist doch schon erledigt. Sehr schön. Gut, ich glaube, Conway wird hier einige Männer einbüßen bei dieser Gelegenheit. So, eine Ware erledigt. Da war aber nur ein bisschen ein paar Dollar drin. Bisschen, also ein paar Cent in dem Fall tatsächlich nur. Wir haben ja noch jemanden, den wir plündern können. Okay, machen wir. Und wir haben drei Kapitale tatsächlich gefunden. Gut, das werdet ihr gemacht haben, würde ich sagen. So, hier schießt noch jemand. Mal sehen, ob wir ihn finden können. Ah, da hinten ist irgendwas, was wir uns anschauen können. Da leuchtet irgendwas. Das machen wir gleich. Da ist einer. Oh, schlecht zu sehen hier des Nächtens. Aber nicht komplett unmöglich. Okay, da drüben ist noch einer im Wasser. Oh, der ist ja mutig. Okay, den werden wir wohl nicht plündern gehen, bis wir looten gehen. Aber hier muss irgendwas sein. Mal sehen. Hier war gerade irgendwas rotet. Okay, da hinten ist noch der nächste. Dann kommen die alle hier. Hier ist auch in Ordnung. Oh, der ist erledigt. Und dann kommt gleich noch der nächste wahrscheinlich. Mal zu sehen, ist er auf jeden Fall unten in der Karte. Mal sehen, hier versteckt er sich. Und hat ihn aber nicht genutzt. Oh, hier lag da noch irgendwas. Okay, scheinbar nicht die Zeit dafür. So, aus der Nähe. In Ordnung, auch schon erledigt. So, der ist auch erledigt. Und wir können wohl hier irgendwas looten. Würde ich mal sagen. Ja, wenn wir treffen können, heißt das. Und da kommt der nächste. Oh, das ist ja nett hier. Nicht allzu schwierig. Auf jeden Fall, wenn man sich hier aufhält. So, auch erledigt. In Ordnung. Ich glaube, wir sollten mal irgendwie ein bisschen näher an unser Ziel. Na, mal sehen. Kommen die nächsten. Dann wären wir nie fertig. Ich glaube, wir werden gleich noch mal was für unsere Gesundheit tun. Das gefällt mir nämlich hier gerade nicht. Das sind nämlich ziemlich viele. Wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Wir werden uns hier mal in Deckung begeben, ganz kurz. Ja, wir nehmen mal die Schrotflinte in den Anschlag. Und wir werden mal die ausschalten, die da gerade kommen. Wir wollten gleich mal was für unsere HP tun, wie ihr sagt. Aber gerade kein guter Moment dafür. Oh, jetzt werden sie aber richtig aufdringlich. Ja, wir werden definitiv halt für unser HP tun. Wir werden mal kurz einen schwarzgebrannten trinken. So viel Zeit muss sein. So. Okay, also wieder eine wilde Schießerei hier. So, der ist erledigt, der ist erledigt. Und einer muss da drüben noch sein, kaum zu sehen, da drüben im Dunkeln. Aber wir haben sie alle. Oh, so vor, und dann war ja hier richtig die Metzel. So, ich würde sagen, das ist auch Zeit, nochmal in die Tasche zu greifen. Und ganz kurz etwas zu essen. Und zwar wieder ein Großwildfleisch mit Ackerminze. Oh meine Güte. Also das ist ja reichlich zu tun. So, schauen wir mal, wen wir noch plündern können. Mal sehen, ob wir noch ein paar Kapitale finden. Das scheint sich ja echt zu lohnen hier. So, na gut, okay. Bei dem hat es nicht gelohnt. Flintenmunition. Oh, auf jeden Fall geht uns Munition wohl nicht aus. Bloß gut, dass wir am Ende der letzten Folge beziehungsweise nach Abschluss des Teils 2 noch an der Bahnstation waren und uns noch Munition besorgt haben. Sag ja, ist immer ganz gut, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist. So, aber ich glaube, wir sollten also mal weiterkommen hier.
Wir hängen ganz schön in der Ecke fest. So ein bisschen unübersichtlich, die ganze Kiste hier. So viel steht fest. So, ihn kann man hier noch plündern. Das machen wir noch. Ah, den da hinten im Wasser lassen wir aus. Jetzt werden wir uns mal raus auf die Straße begeben. Interessanterweise jetzt auch kein roter Schein mehr zu sehen. Vielleicht haben wir auch alle hierher gelockt. Dann ist das eine ganz gute Stelle gewesen. So, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal um, ob wir hier jetzt einen Zugang finden. Ob wir hier vielleicht durch das große Tor kommen. Und wir langsam mal offensiv. Ja, hier kommen wir nicht durch, in Ordnung. Aber vielleicht können wir hier rüberklettern. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich glaube, wir kommen hier rein, ja. Okay, da hinter der Kiste steht einer. Oh, das ist ihm nicht bekommen. Da ist noch einer. Da sind die Bienen auch schon erledigt. So. Ich glaube, das war ein Ziel, dass wir das auf die Art gemacht haben. So, jetzt bluten wir den hier noch. Und fallen wir nicht ins Wasser. Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. Und da drüben scheint noch ein weiterer zu sein, irgendwo am Pier. Sehen, ob wir den entdecken können. Das ist mal nicht zu sehen. Aha, okay. Da unten ist er. Also wieder am... Ach nee, nicht im Wasser, im Boot, auf dem Boot. Okay, mit dem Boot muss man hier natürlich auch rechnen. In Ordnung. So. Jetzt sollen wir das Gebiet nach dem Boot mit der Fracht durchsuchen. Okay, das ist ja die eigentliche Aufgabe. Tja, mal sehen, wo wir das finden. Ich nehme mal an, tja, welcher das ist hier? Ist nicht so frei, sind ziemlich viele Boote. Mal sehen. Nicht, dass wir noch schwimmen müssen. Ich glaube, das ist es nicht. Mal sehen, ob wir irgendwas entdecken können. Ist nicht ganz klar. Okay, also wir müssen hier definitiv nicht in die Richtung. Das scheint könnte das Boot vielleicht sein. Sehen, kommen wir da wieder hoch, wenn wir da runter gehen. Tja, sieht nicht so aus. Ist keine Lust, irgendwie schwimmen zu gehen. Oh, wäre schön, wenn es ein bisschen heller wäre. Dann könnte man ein bisschen mehr sehen. So, also das scheint es nicht zu sein. Wir gehen auf die andere Seite von dem Lagerhaus hier. Vielleicht haben wir da Glück. Oh. Da sind auf jeden Fall zwei weitere Boote. Mal sehen, ob man hier irgendwas erkennen kann. Ah, nicht wirklich. In Ordnung. Ordnung. Ich denke, hier sind wir richtig an den Docks. Mal sehen. So, hier endet das Suchgebiet auch. In Ordnung. Also hier ist auf jeden Fall eine Leiter in Ordnung. Oh, das ist ja interessant auf jeden Fall. Ist das diese kleine Boot da? Nee, das ist sowieso zerstört. Das ist definitiv nicht. In Ordnung. Da unten ist auch noch ein Durchgang, interessanterweise. Okay. Oh, könnte man sich dem hier sicherlich auch noch anders widmen. Da hinten fährt noch einer mit dem Boot. Okay. Vielleicht hätten wir uns selber ein Boot besorgen sollen. Okay. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte, wie groß das Suchgebiet ist. Oh, das ist ordentlich groß. In Ordnung. Wir können es auf jeden Fall draußen nochmal versuchen. Hier scheinen wir kein Glück zu haben. So, schauen wir mal, dass wir hier vielleicht wieder rauskommen. Mal sehen, da hinten sieht das ganz gut aus. Hier scheint eine Tür zu sein, oder? Ah, ne, das ist keine Tür. Na, mal sehen, ob wir hier vielleicht irgendwie rüberkommen. Oh, schauen wir mal. Ne, das scheint nicht zu funktionieren. In Ordnung. Bisschen vertrackt hier die ganze Kiste. Ja, definitiv. Hier kommt man nicht rüber. Hier haben wir noch ein Häuschen. Kommt man da rein? Ne, kommt man auch nicht rein. In Ordnung, wir suchen keine Hütte. Wir suchen eigentlich etwas ganz anderes. So, ich glaube, hier kommt man über die Kisten wieder raus. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall haben wir auf die Art und Weise eine ganze Menge zu tun. Das finde ich ganz nett eigentlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall nicht so eine Gradlinie-Geschichte. Nicht einfach nur hinreiten, irgendwie umlegen und dann ist es das gewesen. Sondern einfach mal ein bisschen mehr. Das finde ich gut. Wollen wir sehen. Wird keine Weile dauern. Bloß gut, dass wir uns Zeit genommen haben. Und gleich hier am Anfang der Folge mit der Mission auch gestartet sind. Beziehungsweise hier mit dem Cornwall Vertrag 3. Wollen wir sehen. Wo wir noch irgendwie finden können. Tja, der da verrät hier nicht wirklich was. Oh, ist ja interessant. So, ich würde sagen, das machen wir systematisch. Wir gehen jetzt erstmal hier alle Boote ab und schauen, ob wir irgendwas entdecken können. Und wonach wir suchen, ist nicht ganz klar. Tja, wir suchen auf jeden Fall Fracht auf einem Boot. Das ist jetzt sehr präzise. Ja. Okay, die hören nicht dazu. Ich hoffe, die haben uns jetzt nicht erkannt. Wir haben schließlich den Heiztuch auf. Sehr gut. So, ich würde sagen, wir gehen mal nach rechts nochmal. Mal sehen, ob wir hier irgendwie hochkommen. Ja, also das ist definitiv etwas, wenn man hier nach Schatullen sucht. Ich weiß nicht, ob wir hier noch welche finden können. Oh, das wäre ein ziemlich ausgedehntes Suchgebiet. So viel steht fest. Vor allem ist es nicht so einfach, wenn man kaum was sieht, weil Nacht ist. Tja. Gut, jetzt können wir höchstens jetzt die einzelnen Boote inspizieren. Aber kein einziges Boot scheint hier in irgendeiner Form uns was zu bringen bisher. Okay, wer weiß, wo das sich befindet. Wäre auch schön oder interessant zu wissen, wenn man jetzt, wenn wir das jetzt finden können, wo der, ob wir denn bei der nächsten Mission, also bei der Wiederholung, wir haben ja schon festgestellt, es ist auf jeden Fall möglich, die Verträge zu wiederholen, ob es denn an derselben Stelle wieder wäre. So, üben wir nochmal hier an das Ende des Piers und schauen uns hier nochmal um.
da wo wir die ganzen Kameraden erledigt haben. Wir scheinen uns tatsächlich alle ausgeschaltet zu haben. Wir haben also ganz in Ruhe Zeit, uns das hier alles anzuschauen. Oh, mal sehen. Hier ist aber auch nichts zu sehen. Hier drüben vielleicht. Ne, jetzt haben wir gerade kein Dead Eye. Okay. Gerade ein bisschen überbeansprucht. Aber hier ist auch wirklich nichts zu erkennen. Kann ja eigentlich nur da drüben sein. Hier sind Ratten zu hören. Na, das ist ja großartig. So, schauen wir mal. Da drüben haben wir noch einen, den wir looten könnten. Dann können wir vielleicht doch schwimmieren. Ja, ich glaube, wir müssen schwimmieren. Was anderes bleibt uns kaum übrig. Naja, dann machen wir das jetzt einfach mal. Da sind wir ja nicht so. Also wir werden mal ins Wasser. Mal schauen. Okay, wir müssen nicht schwimmen, immerhin. Das ist immerhin etwas. Wollen wir mal sehen. Hier drüben müsste eigentlich noch einer gestorben sein. Tja, hier liegt irgendwas verortet. Ne? Vielleicht da drüben auf dem Boot. Aha, wir haben das Bündel Kapitale gefunden. Das ist tatsächlich hier dieses kleine Boot. Los. In Ordnung. Gesondert Boot wohl stehlen. In Ordnung. Dann werden wir mal einsteigen. Beziehungsweise uns mal hier hinsetzen. Und das Boot wegrudern. Oh, dann machen wir das doch. So, müssen wir in die andere Richtung rudern. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Oh, jetzt geht's. Oh, müssen wir erstmal rausrudern. Und jetzt müssen wir uns gleich mal anschauen, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, schwer zu finden. Eine richtige Säcke von Kapitale wohl hier vorne. In Ordnung. Oha, wo müssen wir denn hin? Das ist ziemlich weit weg, so wie es aussieht. Aha, okay, wir müssen hier in die Kanäle von Saint-Denis oder bei Saint-Denis. In Ordnung, ist ein Stückchen hin. In Ordnung, dann machen wir das doch. So, jetzt mal das Boot in Bewegung. Haben wir auch mal eine Bootsmission, das finde ich auch sehr nett. Hatten wir ein Onayani. So, dann legen wir mal los. Für die Gelegenheit, ich glaube, wir werden eine Menge Ausdauer verbrauchen. Würde ich mal sagen, wir tun kurz was für unsere Ausdauer. Dann nehmen wir mal ein Kokain-Kaugummi. So, das heißt, jetzt haben wir auch mal einen quasi goldenen Ausdauerring hier. Mal schauen, wie wir jetzt hinkommen. Hier kommen wir auf jeden Fall unter dieser Brücke nicht durch. Das sind Bahngleise, die hier bei Saint-Denis verlaufen. So, jetzt haben wir 15 Minuten knapp noch, da hinzukommen. Ich denke, das wäre kein Problem. So, eigentlich müsste man sich noch einen goldenen Kern verschaffen. Das war jetzt hier bloß kurz die Auffrischung. Okay, wir werden das schon machen. Aber ganz entspannt. Ich weiß nicht, viel wird uns hier wahrscheinlich nicht angreifen, wenn wir auf dem Wasser unterwegs sind. Vor allem, ich glaube, wir haben Glück, es ist ziemlich neblig. Es muss aufpassen, nicht, dass wir irgendwo uns am Ufer festfressen. Das wäre jetzt ungünstig. Das sieht nämlich fast so aus, als kommen wir hier nicht durch. Okay, das ist natürlich sehr ungünstig hier. Gut, sollen wir mal einen Weg unter der Brücke vielleicht durchfinden. Wir schauen uns nochmal ganz kurz die Karte an. Wir müssen irgendwie hier drunter durch, tatsächlich. Mal sehen, ob da irgendwo ein Durchgang ist. Ich glaube, das gehen wir sehen. Nicht vorbeigeritten. Gerudert. So, wir müssen irgendwie da drunter durch. Mal gucken. Und hier haben wir auch ein Krokodil scheinbar. Klang jedenfalls so. Das wäre jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, schon mal eins kurz mit dem Dead Eye, ob wir irgendwas da spielen können. Offensichtlich nicht. Okay, da sind ein paar Pferden, aber das sind die wir brauchen. Mal sehen, ob wir unter der Brücke durchkommen. Brücke ist es nicht wirklich. Es ist eigentlich bloß eine kleine Trestle hier. Eigentlich ist es nur auf die Ständer der Bahnstrecke. Ich hoffe, wir fressen uns da jetzt nicht irgendwo fest. Aber gut, das Boot ist wohl klein genug. Okay, wir kommen mit den Paddeln tatsächlich da durch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. In Ordnung. Gut, nun können wir jetzt entspannt hier weitermachen. Ich glaube, das Schwerste war wirklich, dieses Boot hier zu finden. Und gut, also ein Stückchen den Fluss runter. Ich glaube, der schlimmste Teil ist eigentlich geschafft. Ich glaube, wir haben uns da ganz gut geschlagen. Und vor allem war doch recht bleihaltig. Und ich würde schon mal sagen, war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Also wie ich es richtig gerechnet habe, dann haben wir wohl 4 Kapitale gemacht. Oh, da vorne haben wir auf jeden Fall ein Krokodil gehabt. Das ist hier gerade abgetaucht. Gut, aber wie es oft besser ist, bleibt erstmal unter Wasser, wo es aussieht. Ich hoffe, wir werden nicht noch hier von Wildtieren angegriffen. Das wäre jetzt doch sehr peinlich, eher sehr unangenehm auf jeden Fall. So, eine schöne Brücke hier von Saint-Denis. So, hier ist mal drunter durch. Aha, okay, wir haben auf der Brücke offensichtlich jemanden, der von uns was möchte, in Ordnung. Mal sehen, ob die uns jetzt hier treffen. Aber wir lassen uns davon einfach mal nicht stören, wir rudern einfach weiter. Wir können ja sowieso nicht looten gehen, also von daher. Wart sollen wir uns um die Kameraden kümmern. So, da drüben scheint das Bootshaus zu sein oder die Anlegestelle. Ich denke, wir müssen da vorne hin. Ja, sollten wir gleich da sein. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Dann haben wir hier noch
quasi, ja, das innerhalb von 20 Minuten so eher geschafft. Oh, sehr schön. Ja, ich glaube, da steht jemand, der den Boot in Empfang nehmen möchte. Ja, hervorragend. Wir haben das abgeschlossen. Ja, das war ein netter Ausstieg hier. Sehr schön. Haben wir das? Na, das war ganz nett. Und 1000 XP dafür erhalten. $91. In Ordnung, war jetzt ja nicht so schlimm. Muss ich mal sagen. Also, das war doch eine nette Angelegenheit hier. Ja, wie gesagt, das Suchen war ein bisschen unangenehm, aber ich denke, wenn man das kennt, also quasi die Mission schon mal gemacht hat, geht das Suchen auch ein bisschen schneller. Und vielleicht hilft es euch ja jetzt, falls ihr auch weiter online spielt, vielleicht beim nächsten Mal oder wenn ihr die Mission selber angeht, einmal schneller zu finden. So, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz in unsere Tasche und wir schauen uns jetzt mal an, wie viel Kapitale wir haben. So, bei den Wertgegenständen, da haben wir jetzt insgesamt sogar 22 Kapitale und wir haben tatsächlich die Möglichkeit, auf jeden Fall endlich eine entsprechende Blutgeldgelegenheit anzugehen. So, wir nehmen mal das Halstuch runter. Ich glaube, wir werden mal erstmal hier um das Gebäude rumlaufen. Wir müssen ja nicht unbedingt auf das Grundstück eindringen. Oh, die Zeit. Tja, die Zeit der Verbrechen ist erst einmal vorbei für jetzt. So, wir holen uns mal Beauty ran. Und ich glaube, da wir noch ein bisschen Zeit in dieser Folge haben, wäre ganz nett und eine nette Abwechslung mal wieder, wenn wir uns vielleicht einem Steckbrief zuwenden. Das heißt, wir werden uns hier mal in der Nähe nicht jetzt hier der Straßensperre annehmen. Das haben wir auch erst kürzlich wieder gemacht. Hier gibt es so Steckbriefe drüben an einer Polizeistation. Hier ist es ja eher eine Polizeistation als ein Sheriffsbüro. Da werden wir mal hinreiten und uns eine nette kleine Kopfgeldmission suchen. Vielleicht eine Zweier oder eine Einser, je nachdem. Schauen wir mal, was im Angebot ist. So, und wir hatten wieder einen wunderschönen Tag-Nacht-Übergang. Unheimlich dezent und wieder gleich zurück zu schlechtem Wetter und Nacht. Sehr lästig. Okay, genießen wir mal ein bisschen das nächtliche Saint-Denis. Hier haben wir auch Guido Martinelli oder Martelli das erste Mal getroffen hier an dem Pavillon. Und hier gleich um die Ecke liegt auch die Sheriffsbüro. Naja, schon mitgekriegt, dass die auch miteinander, na sagen wir mal, nicht ganz saubersten Geschäfte machen. So, wir sind am Sheriffsbüro bzw. an der Polizeistation. Da vorne ist die Steckbrieftafel. Okay, ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall eine Vierer-Mission. Ich würde sagen, wir machen was ganz Entspanntes. Wir nehmen die Einser-Mission. Bloß die einfachste hier, den Burnside Drummond. Schauen wir uns kurz mal den Steckbrief noch an. Tot oder lebendig? Burnside Drummond. Gesucht wegen der Entführung einer Prostituierten aus Smithfield Saloon in Valentine. N.H. Die besagte Frau wurde später lebendig südlich von Caliban's Seat aufgefunden. Drummond befindet sich jetzt vermutlich allein auf der Flucht. Oh, klingt entspannt. Machen wir das kurz. So, Mission ist angenommen. Und wir werden wieder auf Beauty klettern und mal gucken, wo wir hin sollen. Wir sollen zu einem Lager reiten. Schauen wir mal ganz kurz ein Stückchen weiter in Richtung Westen. Kurz südlich von Rhodes. Brainrace Manor. Da waren wir ja für die eine Postgeldkutschenmission quasi. Unsere allererste Blutgeldmission. Dann können wir jetzt hier auf jeden Fall uns ein bisschen im südlichen Le Mans umtun. Da waren wir ja auch noch nicht unterwegs. Ist, glaube ich, eine nette Abwechslung, das mal wieder mitzumachen. Und einfach nur ein kleines Kopfgeld zu kassieren. Also, werden wir das einfach mal kurz mitmachen. Und dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall eine der Blutgeldmissionen angehen, beziehungsweise Blutgeldgelegenheiten, um ganz genau zu sein. Ich denke, das ist ganz nett. So, also, wir werden jetzt erstmal darüber reiten. Ist ja ein kleines Stück, wie ihr gesehen habt. Aber wir sollten eigentlich relativ schnell ankommen. Sollte kein Problem sein. Wir schauen mal ganz kurz auf unsere Kerne. Das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Da haben wir noch einen goldenen Kern auf jeden Fall für die Gesundheit. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, ein bisschen Ausdauer hätte jetzt beim Bruder nicht geschadet, denke ich. Aber es ist schon in Ordnung so. Wir sind ja gut hingekommen. Und die Paare auf der Brücke, die haben uns ja nun wirklich nicht gestört. Also war auf jeden Fall eine sehr nette Mission. Oh, vielleicht war es jetzt nicht die beste Taktik, dich da einzuigeln. An der, ja, quasi, ja, am Pier quasi einfach alle kommen zu lassen. Aber irgendwie hat es auch funktioniert. Gut, wenn man die Mission das erste Mal spielt, woher soll man wissen, was da eigentlich wirklich vor sich geht? Ich denke, man hätte es auch anders lösen können. Und vielleicht die eine oder andere Wache noch still und heimlich vorher ausschalten können. Aber bei dem Ansatzpunkt, der, ja, wie es sich da mir geboten hat, fand ich das eigentlich ja nicht so verkehrt. So, wir sind wohl an dem Lager. So, ich würde sagen, wir lassen Beauty hier stehen.
Ja. Mal schauen, ob unsere Ausrüstung vollständig ist. Wenn da mal so ein bisschen, ja, ihr warnt, nicht, dass man plötzlich irgendwie vielleicht mit dem Jagdgewehr unterwegs ist, das muss nicht sein. Von daher werden wir uns hier mal kurz anschleichen. Ja, wir haben offensichtlich ein totes Tier, in Ordnung. Die Überreste. Und hier ist eine alte, offensichtlich Bürgerkriegskanone. Und jetzt sollen wir die Zielperson fangen und erledigen. Oder erledigen. So, ah ja, alte Kirche hier. Das ist wohl unser Zielobjekt. Und da drin ist wohl unsere Zielperson. Okay, schauen wir mal. Wir können das natürlich kurz und schmerzlos machen, beziehungsweise etwas, ja, soll ich sagen. Ja, wir können natürlich gleich mit dem Kakano anfangen, aber ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir die Zielperson finden können. Wenn mir jetzt keine Lust ist, die abhaut. Okay, befindet sich wohl im Gebäude, wenn man sich das anschaut. Okay, wir umrunden das erst einmal hier ganz entspannt. Ja, der steckt auf jeden Fall im Gebäude, in Ordnung. Oh, und sind auch einige hier an Leuten, wie man sehen kann. Wir suchen uns mal eine Position, wo wir anfangen können. Hier vorne sitzen alleine schon zwei. Ich glaube, da wird uns aber gleich einer entdecken, wo wir nicht aufpassen. Ah, gut, okay, das ging gut. In Ordnung. Mal sehen, ob wir den auch vorher kriegen können. Aber ich glaube, der steckt da zu gut drin. Ah, gut, okay, das wird wohl nicht, dass wir das ohne, ja, direkt ihn holen. Also ich glaube, wir müssen uns da tatsächlich mit dem Kakano durchschießen. Aber da haben wir jetzt die falsche Position. Ich würde sagen, wir nochmal auf die andere Seite. Da bewegst ein bisschen Deckung. Ah, jetzt. Okay, das sieht ja eigentlich ganz nett aus. Ich hoffe, das ist keine falsche Entscheidung, von hier aus die ganze Sache anzusehen. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Kakano einfach an. Oh, schon mal zwei ausgeschaltet. Kümmern wir uns um die. Ich hoffe, die Zielperson haut jetzt nicht ab. Nicht, dass wir der hinterher müssen. Lassen wir die ganzen Jungs da mal rauskommen. Oh, ich glaube, jetzt schießt mal die Ölleuchte in die Luft. Oder kaputt. So. Aha, okay, hebe die Zielperson auf. Okay, glaube, wir haben sie schon erwischt irgendwie. Ich glaube, der stand direkt daneben. Natürlich Pech für ihn. So, mal sehen. Da drüben haben wir auf jeden Fall noch ihn. Der ist erledigt. Und wo schießt hier noch einer? Da oben ist noch einer, definitiv. Wie gerade bemerkbar gemacht. Ja, noch einmal, also bist du erledigt. Da oben ist definitiv noch einer. Die wollen noch nicht so wirklich an uns ran. Da war es ein Blindschuss. Keine Ahnung, ob da einer ist. Da oben ist auf jeden Fall noch einer drin. Wie verschanzt da die Jungs. Okay, das, nee, das war nur ein Huttreffer. Nicht erledigt. Jetzt ist er aber erledigt. Ja, schön. Gut, wir brauchen uns nicht mehr hetzen. Der Kerl ist erledigt. Der geht nirgendwo mehr hin. Oh, das hätte aber treffen müssen eigentlich. Das hätte eigentlich ein Treffer sein müssen. Das mag gar nicht mehr kommen. Ich glaube, wir müssen die ganze Sache hier mal ein bisschen beschleunigen. Die lassen sich ja echt Zeit hier, die Jungs. Oh, der ist erledigt. Hier hinterm Zelt ist noch einer. Laden wir kurz die Waffen nach. Oh, sind ja nicht gerade die schärfsten Jungs hier. Und nicht wirklich weit drauf. So, einer ist da noch. Aber wir werden schon mal in ganzer Ruhe plündern. Mal gucken, ob wir irgendwas Nettes finden können. Vielleicht finden wir einen Schwarzgebrannten oder vielleicht eine Sammelkarte. Und vielleicht eine antike Schnapsflasche oder ähnliches. Ein Sammelobjekt. Mal sehen. Wir können uns bei der Linie nochmal mit dem Dead Eye umschauen. Hier sieht es nämlich manchmal auch Sammelobjekte. Scheinen jetzt aber gerade kein Glück zu haben. Oh. Ja, okay, hier ist nichts. Wir haben aber einen London Dry Gin gefunden. Das heißt, wir haben definitiv nochmal ein bisschen Bonus erhalten quasi. Mal wieder nett, die Kopfgeldjäger-Mission dafür auf jeden Fall. Gut, und vor allem, man begeht keine Verbrechen in dem Sinne. Gut, wo ist denn der Kerl? Da oben ist er. Okay, ein bisschen ungünstig, wenn der da hochrennt. Und wir haben wohl hier die Leiche von unserem Zielobjekt. Kann man einfach über ein Objekt zu sagen. Wo will er denn hin? Da ist er. Oh, Freundchen. Okay, ich glaube, der liegt. Ich glaube, den brauchen wir uns unten. Na, möchte doch noch. Bleib liegen. So, wir haben ihn einfach bewusstlos getreten. Müssen ja nicht hier hinterschießen. Oh, einer muss ja von unseren Taten noch berichten können. Oh. So, haben wir das. Wir werden jetzt ganz kurz noch hier die Kameraden looten. So viel Zeit muss sein. Und dann werden wir den Kameraden abliefern, neben Ikofil. Das ist kein Problem mehr. Aber da wird uns wahrscheinlich nichts mehr auflauern, denke ich mal. So, hier ist noch irgendwer am Haus gestorben. Die müssten oben sein. Wir werden das ganz kurz machen, dass wir da hochgehen.
So, wir finden hier schnell den Zuyang. So, hier nehme ich. So, die zwei, die wir von unten erledigt haben. So, nochmal 9 Cent. Da hat der noch dabei 84 Cent. Naja, fast ein Dollar. Immerhin. Und ich glaube, das ist unser Gesuchter. Ne, das ist er nicht. In Ordnung, wo ist er? Ah, der liegt dahinter. Ah, gut, okay, das war die Sache mit der Öllampe. Tja, Burnside. Tja, Burnside, ja. Der Name war Programm, glaube ich. So, wir rufen mal Beauty ran. Und wir sollen den Kerl jetzt nach Rhodes bringen. Da sind wir ja nicht so weit von entfernt. Das können wir ja fast laufen. Nee, das machen wir natürlich nicht. So, da kommt Beauty auch schon. Sehr schön. Und da muss man das Kini Sorgen machen, dass der Kerl noch abhaut. So. Einmal Verbrecher gut durch, würde ich sagen. Gut, sehr schön. Wartet das. So, das war doch eine nette Abwechslung auf jeden Fall. So, wir reiten kurz rüber nach Rhodes. Das ist hier wirklich ein kurzes Stück. Oh, wir haben sogar noch einen Kill extra gemacht. Und ein Kleintier überritten. Ja, ja, nicht beschweren. Wir haben hier so eilig. Wir wollen bis zum Frühstück fertig sein. So, was spät haben wir jetzt eigentlich? 4.39 Uhr, sag ich. Ja, wird langsam ein bisschen knapp hier bis zum Frühstück. So, wir reiten hier kurz rüber nach Rhodes. Und die wandert beim Sheriff ab, was wir hier an gebratenem Fleisch auf dem Pferd haben. Oh, kommt jetzt einfach noch der Zug, der wäre jetzt ungünstig. Sollen wir noch anhalten, das ist jetzt nicht nötig. So, da ist der Zug da hinten. Wir haben es noch vorher geschafft, sehr schön. So, und da vorne ist auch schon das Sheriffsbüro, ja kein Problem. Ganz entspannte Mission hier, ja keine Herausforderung. Gut, war auch bloß eine Einzelmission, also von daher auch keine große Sache. Sollte ja auch was für die Entspannung sein, also von daher genau das, was wir wollten. So, dann nehmen wir den nochmal runter, den verbrannten Kameraden, und werfen den mal hinten in den Hof vom Sheriff. Hier links ist das Sheriff's Office. Und, naja, liefern der den hier einfach mal ab. So, ich glaube, hier liegt da ganz gut. Save me the shoe leather. Come get your reward. Sehr schön, wir haben da 120 Kopfgeldjäger-XPs erhalten. 16 Gold-Dollar-Cent und 16 Dollar. Oh, das war doch eine nette Geschichte hier. Haben wir das. Und sind wir auch wieder in Rhodes. Könnten wir noch rüber und uns irgendwo ein Bierchen holen. Aber das werden wir nicht machen. Wir werden jetzt hier an dieser Stelle für heute wieder die Folge beenden. Das war eine nette Geschichte auf jeden Fall. Wir haben den Cornwall-Vertrag abgeschlossen. Wir haben den dritten Teil gemacht. Und wir haben jetzt hier noch eine kleine entspannte Kopfgeldjagd gemacht. War ganz nett. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Red Dead Online weitergeht und wir eine Blutgeldgelegenheit angehen. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.